So, die nächste Nummer, die Sie hören, heisst «Letzter Gruß». Wie der Name schon sagt, ist das eher eine traurige Nummer. Und zwar handelt sie von einem Abschied, von einem traurigen Abschied. Der hat stattgefunden vor x Jahren, in den Anfängen sogar von dem Forster Cabaret. Und der Abschied hat nicht in einem Mensch gegolten, sondern in einem Tram. Mit anderen Worten, im Schleitheimer Tramli. Der Abschied vom Tram ist ja vielen Leuten nicht so leicht gefallen. Der Ton dort hat sicher ein bisschen Tränen gegeben. Und einer von diesen traurigen Kleckauer, der auf der Schiene gestanden ist und Abschied genommen hat vom Schleitheimer Tramli, gehören Sie jetzt in der nächsten Nummer. Jetzt stehe ich da auf dem Geleise. Von dir verlassen wein ich leise. Zum letzten Mal bist du nach Schlaten auf deinem Leidensweg geraten. Zum letzten Mal habe ich gebangt, ob dir um den Rang dort langt. Und zum letzten Male fiel eine Sau aufs Bahnprofil. Ach, wie gern hörte ich dich chattern und sah ich deine Farb abblättern. So war es mir, als hätte ich da selber einen Job am Bahn. Oh, wie danke ich dir im Stillen. Du schuldest oftmals meinen Willen. Denn wer mit dir fuhr, musste eben 3/4 Stunden lang verteffeln. Und ach, was für einen Segen hatten deiner Bänke harte Latten. Die Ofenkruß kam ihm nach diesen vor, grad wie ein Sofakrisen. Und was für herrliche Geschenke waren uns doch deine Ränke. Denn wir haben wegen dessen im Gepäcknetz nüb vergessen, wenn allen zusammen vor dem Ziel von allein herunterfielen. Oh, Bändli, ich kann's dir nicht verhehlen. Du wirst uns kochenmäßig fehlen. Wie sollen jetzt wir armen Buren nach Siblön und Beringen duren? Wie sollen wir jetzt denn die Schalen von unseren Haselnüssen mahlen, wo wir sonst in deiner Schienen Sinuskurve legten ihnen? So lebt denn wohl, geliebtes Bändli. Grüß mir im Depot noch dein Spähnli. Ein letztes Chattern streift mein Ohr. Zum Abschied singt der Töchternchor. Und ich muss gehen, mir wird ganz schüli. Hüte Gott, auch so ein Trüli. So.